Es geht hier bei dieser Frage nicht nur darum, dass wir humanitär agieren wollen und sollten, sondern um unsere politische Verantwortung. Eine politische Verantwortung, die sowohl die europäischen Länder als auch die westlichen Staaten und die Großmächte insgesamt für das Geschehen im Nahen Osten mittragen. Die syrische Flüchtlingsgeschichte zum Beispiel, aber auch Afghanistan hängen eng mit westlicher Außenpolitik zusammen. In Afghanistan wurde im Jahr 2001 folgende ein westlicher Krieg geführt. Syrien und das Flüchtlingsgeschehen dort, wie der gesamte Bürgerkrieg, hängen nicht zuletzt mit dem Geschehen im Nachbarland Irak zu tun, mit der amerikanischen Invasion, dem darauf folgenden Bürgerkrieg dort. Die Komplexitäten hier liegen auf der Hand und werden mir zu wenig diskutiert.